Ja, ich weiß, ich habe diese Tasmanian Tiger Haube schon einmal vorgestellt. Ich habe die in, weiß ich nicht, x-facher Ausführung. Für meine Glatze ist das ganz, 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 ganz notwendig. Und wenn du dich für den Langzeittest und für meine Langzeiterfahrungen mit diesem Teil hier interessierst, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du dabei bist. Ich habe diese Haube, diese Mütze, wie auch immer du das nennen willst, schon einmal vorgestellt und habe die seit vielen Jahren jetzt im Einsatz und kann noch einmal eins klarstellen, dieses Ding ist absolut genial und ich glaube, dass es eine der besten Hauben ist, die ich jemals hatte, denn es ist Fleece, das ist einmal das eine. Man fängt schon relativ rasch, wenn man in Bewegung ist, in Schwitzen an. Das ist ganz einfach so. Aber sie ist so leicht, so kompakt und auch so preiswert, wie ich meine. Und in einer One-Size-Fits-All-Lösung, dass man auch eine zweite mit dabei haben kann. Das ist überhaupt kein Thema. Wenn ich jetzt zum Beispiel, habe ich auch vorgestellt, dieses Teil oben beim Mikkelchen, da habe ich eine Umhängetasche fürs Herumstreifen. Ob die jetzt da mit dabei ist oder nicht, also das spielt wirklich keine Rolle mehr. Und da ist eine Ersatzhaube und das ist nämlich auch gleich der Punkt, ganz, ganz interessant. Beim Winter Survival Training, das wir übrigens auch hier im wunderbaren Buschkraftareal machen, auch hier an dieser Stelle unter anderem, da ist es dann so, dass man durch Schnee warten und da kommt es einfach, da kommt der Schwitz, da kommt der Schweiß. Und der steht dann halt hier an dieser Stelle, das ist richtig. Und wenn ich die, wir sind jetzt beim Survival Extreme Training, 3 Tage lang die ganze Zeit am Kopf habe, dann fängt das auch hier mit der Zeit ins Jucken und ein bisschen brennen und unangenehm werden an. Das ist einfach so, aber das hat nichts nur mit dieser Haube zu tun. Und die ist übrigens die am wenigsten an meinem Schädel Juckreiz verursacht. Ich habe so eine Wollhaube, die ist auch cool, aber da wird es schneller irgendwie hautkontaktmäßig unangenehm. Also das ist einfach so. Gut, das heißt, ich würde dir ganz einfach empfehlen, eine zweite mitzuhaben. Das heißt, du hast ein Backup mit dabei, denn man verliert auch über den Kopf, besonders wenn man ein Glatzschädel ist, so wie ich, doch Wärme. Natürlich nicht nur, das ist ganz klar, aber natürlich auch. Und ich habe vor einiger Zeit auch ein Video gemacht und da sind auch einige Fragen dazu gekommen, was diese Notfallschlafsäcke, die wir übrigens auch im Shop haben, wie es mit denen ist und ob man, da ja, hat man ja keinen Kopfschutz in Wahrheit. Ja, man kann komplett reinkriechen, aber das wird mit der Zeit dann schwitzig und wenn man dann raus will, ja, dann daher, also in der kühlen Jahreszeit ohne Haube rauszugehen, das ist blöd. Und ich würde mir ohnehin angewöhnen, auch wenn du Bushcrafting, Survival Training, Outdoor Wandern, auch im Sommer, zumindest eine Haube mit dabei zu haben, denn sie ist multifunktional. Sie ist multifunktional, denn wir können sie auch verwenden, um eben als Handschuh. Ich weiß, dass das nicht so cool ist wie ein richtiger Handschuh, das ist mir schon klar, aber man kann sie improvisieren. Wenn ich etwas anfassen muss, das zum Beispiel stachelig ist oder unangenehm ist, kann ich es, oder heiß ist, ja, wobei man da aufpassen muss, denn die schmilzt. Ich habe ein Exemplar, leider nicht das jetzt hier, das wäre jetzt schön gewesen, da ist ein Funke draufgekommen und da hat sich ganz einfach ein Loch reingebrannt. Das ist einfach so, mit dem muss man leben. Aber auf was ich hinaus will ist, du kannst auch heiße Dinge, sofern sie jetzt nicht wirklich brennen und so viel Hitze aufbringen, dass es ins Schmelzen anfängt, auch damit tun. Du kannst sammeln, ja? Man kann umdrehen, ja? Also das, was normalerweise die Glatze poliert, ja? Ich muss da jetzt ein bisschen umstellen, weil ich glaube, jetzt die Sonne jetzt dann rauskommt, was die Glatze poliert, nach außen geben und den Innenteil und kann jetzt das hier zum Sammeln verwenden, um zum Beispiel Zunder aufzusammeln, den man aufbereitet. Wobei man dazu sagen muss, das muss man auch sagen, beim Wandern, dass ich wirklich ein Feuer machen muss, das kann passieren, aber meistens ist das nicht der Fall. Aber wie auch immer, ich zum Beispiel, sieh mal jetzt bei den echten Survival-Situationen, ich einen Druckkörper brauche bei einer stark blutenden Wunde und ich irgendetwas brauche, um hier noch einmal Druck aufzubauen. Ich weiß, dass wenn du in Deutschland bist und dich ein bisschen auskennst, in deinen Vorschriften steht, dass das ein nicht saugfähiges Teil sein muss, dieser Druckkörper bei einer Wundauflage. In Österreich ist das anders und in Wahrheit ist es wurscht. Du kannst es so oder so verwenden, denn im Endeffekt wird hier der Druck aufgebaut. Übrigens, wenn dir das interessiert, gebe ich dir den Link auf unseren Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs, den wir gemeinsam mit dem Notarzt Dr. Thomas Giergis gemacht haben. Schau dir das an, das lohnt sich. Der Thomas beschreibt das sehr, sehr, sehr genau. Aber um wieder auf die Haube zurückzukommen. Es ist die beste Haube, die ich habe. Es ist wirklich die beste Haube, die ich habe, in zigfacher Ausführung und überall liegen die, damit ich immer eine zur Verfügung habe. Und auch im Sommer und jederzeit einfach eine Haube macht einfach den Unterschied. Das war's jetzt. Wirklich, das war's jetzt. Ich liebe sie einfach.
Und wenn du Fragen hast, dann stell sie uns gerne an shop@überlebenskunst.at. Wir beantworten das sehr, 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 sehr gerne. Aber wir reden oft über Messer und andere Survival-Ausrüstung und Feuerstelle und so. Das ist alles cool und ich mag das auch sehr gern. Aber so wie die Rettungsdecke oder ein Notfallschlafsack, wie ich das schon einmal in einem anderen Video beschrieben habe, gehört sowas in einer sehr guten Qualität, und das ist sie, in einer guten Qualität, einfach mit ins Survival Pack. Jetzt bist du dran. Daumen nach oben oder nach unten, schreib mir gerne einen Kommentar, Abo dalassen, da geht es direkt zu mir in den Shop, ein paar andere Videos zum Anschauen. Und ich grüße dich aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Altulapati, dein Reini Rossmann, und ciao, ciao.